Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist CWCD und willkommen zu dem ersten richtigen eigentlichen Video im Jahre 2019, Leute. Und das Ganze ist natürlich, wie sollte es anders sein, ein Boxvlog. In der Zwischenzeit hat übrigens schon ein kleines Meeting stattgefunden. Ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe mir so ein bisschen was aufgebaut. Es waren so ein paar Leute da. Ich will das so wieder so ein bisschen etablieren wie damals, als die ganzen Leute wegen YouTube nach Köln gezogen sind. Dass man irgendwie nochmal so einen Punkt hat, wo man sich mal gemeinsam trifft, ein bisschen austauscht, ein bisschen zockt, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Es waren ein paar Leute am Start. Das sieht jetzt gerade ein bisschen dekadent aus mit dem Playbutton. Hätte ich da hingestellt, wenn der Staubsaugerroboter da vorne das Ding sauber gemacht hat. Ist ja auch egal. Aber Leute, wo wir gerade hier bei dem Play-Button sind, das ist ja der Millionen-Button für diesen Kanal, auf dem ihr das Video gerade guckt. Das hier ist der 100.000er-Button von meinem Gaming-Kanal und das hier ist der 100.000er-Button auch von diesem Kanal hier, den ihr gerade schaut. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich noch einen dritten Kanal habe, der ist auch immer unten in der Beschreibung verlinkt, da kommt aber relativ wenig Videos. Ich wette, irgendwann kommt eine Phase, wo ich da viele Videos mache, momentan ist der noch nicht. Aber dieser Kanal, also mein dritter Kanal, der hatte auch mal 100.000 Abonnenten und zwar über ein halbes Jahr oder so, aber es kam nie dieser Button, dass ich den 100.000er-Button beantragen konnte. Und dann frage ich mich, was da los? Das Problem ist, dass der jetzt wieder unter 100.000 gefallen ist. Also falls ihr mich supporten wollt, es gibt nämlich mittlerweile noch einen 900.000er-Button. Und ich fände es halt richtig geil, wenn ich den 900.000er-Button auch hier hätte, weil er sieht komplett anders aus. Dafür müsstet ihr mal wieder meinen Drittkanal abonnieren. Dann müsste ich mir nochmal was überlegen, ob ich da regelmäßig irgendwelche Miniclips oder so hochladen könnte. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den nochmal abonnieren könntet, denn sobald ihr wieder die 100.000 geknackt habt, würde ich sofort so ganz penetrant, wenn ich nochmal bei YouTube Bescheid sagen, ey Jungs, ich habe hier die 100.000 wieder geknackt. Was ist jetzt hier mit dem 100.000er-Button? Also fände ich auf jeden Fall korrekt, wenn ihr den abonnieren würdet. Dann würde ich auch gemeinsam mit euch den 900.000er-Button mal auspacken. Der sieht nämlich ganz anders aus. Und dann sieht das voll cool aus. Dann habe ich so viele unterschiedliche Button wie wahrscheinlich wenige in Deutschland. Ja, First World Problems, ne? Aber wie gesagt, würde mich mega freuen. Ich habe voll Bock, die alle hier aufzuhängen. Achso, stimmt. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten aus dem UFO wieder geholt. Ihr habt ja schon im letzten Video gesehen, dass ich ein bisschen Zeug noch mit dazu geholt habe. Aber generell habe ich noch mehr aus dem UFO jetzt einfach rübergetragen. Das wäre für euch aber langweilig gewesen, wenn ich das jetzt noch mit ins Video gepackt hätte, weil ich trage halt einfach nur Sachen von A nach B. Ihr wisst ja, was ich im UFO habe. Und die Sachen sind jetzt im größten Teil hier, bis auf meinen PC-Setup eigentlich. Das wird übrigens so provisorisch wahrscheinlich in circa 3 bis 4 Wochen oder so rübergetragen, weil ab dann habe ich ja höchstwahrscheinlich Internet. Momentan mache ich ja alles über mobiles Internet, deswegen kann ich ja hier noch nicht livestreamen, weil das nicht gut genug ist, um zu livestreamen. Aber sobald ich dann jetzt hier in 3, 4 Wochen Internet habe, über den Router ganz normal, werden die Livestreams immer montags und donnerstags aus Twitch übrigens dann auch hier aus der Box stattfinden. Wird zwar dann richtig kacke aussehen und ich werde erstmal nur ganz provisorisch so ein kleines Setup aufbauen, aber Hauptsache, das funktioniert jetzt erstmal. Weil bei dem PC-Setup sind wir noch lange nicht, denn wir brauchen als allererstes, und deswegen wird es heute so ein Katastrophenvlog, wir brauchen als allererstes mal die fertige Werkbank. Durch diese Werkbank wird hier alles in der Box entstehen. Hier wird das ganze Werkzeug etc. sein, mit dem dann der ganze Rest gebaut wird. Also das ist quasi so das Herz hier. Und das war schon immer mein Plan, das ganz früh zu machen und immer, wenn ich angefangen habe zu planen, zu gucken und es ist einfach, Alter, das ist nicht so einfach, glaube ich, eine Werkbank zu bauen. Bei mir ist ja so ein bisschen das Problem, dass ich oft schwanke zwischen, ich versuche etwas perfekt zu planen und obwohl ich keine Ahnung habe, versuche ich mich ganz lange in Themen reinzuarbeiten und dann die halt richtig krass dann umzusetzen. Beziehungsweise für mich bestmöglich, aber beim Aquarium zum Beispiel ist eigentlich, finde ich, schon echt sehr gut geworden. Zumindest so rein rational von den Fakten und so habe ich schon vieles eigentlich, würde ich sagen, relativ richtig gemacht. Und ich schwanke so ein bisschen zwischen dem, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe und zwar nicht zu verkopft zu sein, sondern auch mal viel schneller einfach zu machen. Und ich weiß ja auch nicht, was ihr von mir erwartet, Leute. Wollt ihr, dass ich wirklich die Sachen wirklich krass explizit durchplane und dann versuche, für mich perfekt zu machen? Oder findet ihr das auch mal ganz cool, wenn ich einfach drauf loslege und einfach mal gucken, was passiert? Jetzt habe ich schon viel zu viel am Anfang des Videos geredet, Leute. Wir werden auf jeden Fall, ich werde das nicht schaffen, diese komplette Werkbank wahrscheinlich, dieses Video hier fertig zu machen. In Vorbereitung für die ganze Geschichte habe ich mir schon zwei Sachen bestellt, die für das Ganze hier wichtig sind. Wo fange ich denn jetzt an? Achso, das hier ist eine Sache, die haben ganz viele von euch auch mir vorgeschlagen, dass ich mir die doch endlich mal kaufen sollte und das ist auch vollkommen richtig. Tada! Aber ich freue mich immer so über Werkzeug, ne? Ich finde Werkzeug richtig geil. Da kommt sich so ein bisschen vor wie damals so ein kleines Kind, was an Weihnachten irgendwie so Spielzeugsachen geschenkt bekommen hat. Nur, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen so wie so Spielzeug für Ältere ist. Leute, ich habe mir einen Bohrer gekauft. Das ist gar kein Bohrer, es ist ein Bohrhammer. Ihr habt ja immer mitbekommen, dass ich alles mit meinem kleinen Akkuschrauber gemacht habe und der ist natürlich nicht stark genug, um in diese Wände hier reinzukommen, also in so Betonwände. Und jetzt habe ich mir so einen fetten Bohrhammer geholt. Da muss ich mich erstmal entscheiden zwischen Schlagbohrer und Bohrhammer. Aber meine Recherche hat mich dazu verleiten lassen, mir einen Bohrhammer zu holen. Der arbeitet mit weniger Lautstärke. Und damit braucht man weniger Kraft, um in harte Wände reinzukommen wohl. Also klang für mich auf jeden Fall komfortabler. Aber damit, Leute, werde ich jetzt höchstwahrscheinlich genug Power haben, um in diese Wand da reinzukommen. Das wird nämlich noch sehr wichtig sein. Nach wie vor, alle Sachen, die ich mir für die Box kaufe oder die generell hier in der Box sind, sind immer unten in der Beschreibung verlinkt. Natürlich als Rev-Link, Leute. Und dann habe ich noch was gekauft, und zwar einen Laser. Warte mal, wie war das?
nochmal der offizielle Begriff? Hä? Also hier steht Punkt- und Linienlaser. Den können wir nämlich ausrichten auf ein Kamerastativ beispielsweise, den gegen die Wand ausrichten und der wird dann dafür sorgen, dass ich genau eine gerade Linie auf der ganzen Wand sehen werde. Das heißt, ich muss nicht immer genau mit der Wasserwaage irgendwie checken oder sonstiges, sondern ich kann den einfach ausrichten und dann die Löcher in die Wand demnach dementsprechend bohren. Ich werde jetzt übrigens in Zukunft auch versuchen, vorher nicht mal alles so im Detail genau zu erklären, weil das ist ja jetzt hier kein Livestream oder so, wo ihr dann irgendwie mittendrin sagen könnt, mach das doch lieber so oder so, sondern ich nehme mir das Video jetzt auf, das heißt, es kommt sowieso so, wie es kommt. Und was ich letztendlich machen werde, das werdet ihr ja gleich später sehen, deswegen das ganze Erklären vorher ist, glaube ich, alles relativ unnötig. Der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass ich mir jetzt einen Transporter holen werde, weil ich halt richtig viel transportieren muss. Ich sehe schon, wie ich es wieder bereuen werde, dass ich das Ganze jetzt irgendwie alleine mache. Ich glaube, zu zweit oder zu dritt wäre das halt tausendmal einfacher, alleine die Sachen zu tragen, aber egal. Ich hoffe, ich kann hier auch über Nacht stehen bleiben. Hallo. Ich hätte gerne einen Transporter bis morgen. Vielen Dank. Danke. Ich habe mir ein paar vegetarische Hotdogs geholt, die baller ich mir jetzt rein. Aber ich habe gerade gesehen, als ich zu dem Auto gekommen bin, hier geht der Tankdeckel nicht richtig zu. Seht ihr das? Der geht nicht richtig zu. Und normalerweise achte ich nicht so darauf, wo sind da jetzt Kratzer dran, ist das eingetragen. Aber hier ist jetzt nicht hinterlegt, dass jetzt der Tankdeckel nicht mehr zugeht, weil da irgendwas kaputt ist. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch und sag Bescheid. Okay, Leute, auf halbem Weg nach oben ist mir nochmal aufgefallen, dass vermerkt ist, dass der Tankdeckel locker ist. Also steht mit drin. Alles gut, wir können fahren. Ich habe eine riesige Liste gemacht. Das für mich Interessante wird eigentlich, was letztendlich die Tischplatte werden wird. Denn ich habe mal geschaut, so eine Tischplatte, so eine Arbeitsplatte, die sollte auf jeden Fall ein bisschen dicker sein. Also vielleicht so, ich habe jetzt mal geguckt, so um die 3,8 cm, 38 mm, wie man in Fachkreisen sagt. Und die sind dann halt richtig teuer, ne? Da bezahlt man schon mal schnell irgendwie 200 Euro für so eine Tischplatte. Im Internet wird diskutiert, ist jetzt Eiche okay, ist jetzt Birke doch zu weich? Optisch kommt es halt, wie gesagt, bei der ganzen Geschichte eigentlich sowieso nicht drauf an. Ich versuche ganz pragmatisch zu denken, ne? Wir gehen jetzt erstmal rein. Ich habe es getan, ich habe mir tatsächlich eine Arbeitsplatte einfach so direkt, ohne groß drüber nachzudenken, zurechtschneiden lassen. Und hier ist sie jetzt auf jeden Fall. Hier sind jetzt alle Teile mit dabei. Die zwei Teile werden die wichtigen Teile sein. Und jetzt bin ich draußen hier, weil das ist ein Baumarkt, der ist so groß, da kann man sogar eigentlich mit dem Auto reinfahren und das direkt ins Auto laden, was ich vielleicht hätte auch mal besser machen sollen. Aber guckt euch das mal an, man ist einfach hier bei freiem Himmel. Das nächste, was ich jetzt auf jeden Fall kaufen muss, sind so Latten als Hinterkonstruktion, weil ich werde ja die Wände nochmal mit weißen Platten verkleiden und damit das so einen Abstand hat und atmen kann dahinter, damit da kein Schimmel sich bildet, werde ich jetzt hier irgendwelche Platten holen. Latten meine ich natürlich, so 2 Meter Latten, die als Hinterbau sozusagen dann fungieren. So, die Latten sind auch am Start. Okay, Freunde, jetzt habe ich einen kleinen Nachteil dadurch, dass ich euch noch nicht erzählt habe, was ich eigentlich vorhabe. Ich werde die Werkbank auf jeden Fall über Eck bauen. Das heißt, ich werde auch die Tür, die ihr da gesehen habt, wo keiner weiß, wo sie hingeht, die werde ich auch auf jeden Fall zubauen. Und ich habe mir überlegt, eventuell da so Schaumstoff vorzukleben. Einfach nur, um das so ein bisschen Lärm zu dämmen. Also damit der Schall nicht komplett auch durch die Tür, hinter die Tür geht. Ich glaube, das ist doch eigentlich ganz sinnvoll, ne? Die haben ja auch so einen Akustikschaum, aber ich brauche halt eine komplette Türgröße. Und das wären so 2 Meter mal 1 Meter, 4 Zentimeter dick. Dicker kriege ich es leider nicht hin. Ich nehme mir einfach das jetzt hier auch noch mit. Dübel und Schrauben habe ich jetzt auch noch mit dazu geholt. Ich hoffe, ich habe mich da richtig beraten lassen. Weil jetzt brauche ich nur noch Tischbeine, dann bin ich eigentlich fertig. Das, meine Freunde, ist mein Einkaufswagen. Das alles werde ich jetzt alleine ins Auto räumen. Ich weiß, man hätte schöner packen können, aber ich glaube, ich habe jetzt alles drin hier. Ja. Okay, Leute, ich habe jetzt 414 Euro bezahlt. Und ich weiß nicht, ob das eine Erziehungsfrage ist oder ob das in einem drin ist, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh fuck, das könnte dann bestimmt alles so viel günstiger bekommen. Alleine so ein Tischfuß aus Metall kostet knapp 20 Euro. Aber naja, jetzt habe ich auch alles in weiß natürlich. Zumindest den Großteil. 25 Termine in den nächsten 56 Jahren. Was? Du hast mindestens 25 Termine in den nächsten 56 Jahren. Na gut, die lassen sich auf jeden Fall ganz gut unterbringen. Okay, Freunde, es ist alles da, es ist alles am Start. Jetzt kann es losgehen. Das Problem ist halt nicht, ich meine, wir haben jetzt gerade 19 Uhr. Ich würde jetzt auch noch bis 1, 2, 3 Uhr nachts durchmachen, das wisst ihr. Aber ich kann halt nicht mehr mitten in der Nacht hier bohren, so. Hier haben wir auf jeden Fall die Werkzeugkiste. So, wie läuft eine Hase jetzt hier? Kann ich jetzt einfach abmachen? Also die Leiste hier unten, die geht eigentlich relativ easy ab. Würde ich jetzt mal behaupten, ja. So, da haben wir es doch schon. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem Ding dahinter hier? Macht man das auch ab? Ich glaube, wir probieren es besser mal hier erstmal bei dieser kleinen Seite hier. Aha. Alter, diese ganze Wand bröselt ab. Das ist doch nicht mehr normal. Alter, fuck. Guckt euch das mal an. Fuck, sieht das jetzt hier überall so aus? Muss ich jetzt hier Angst haben, egal was ich mache, dass alles auseinanderbröselt? Das ist übrigens gerade der nächste Tag. Ich konnte gestern einfach nicht mehr bohren. Das wäre einfach alles ein bisschen zu spät geworden. Deswegen habe ich das jetzt auf den nächsten Tag verschoben. Und eventuell hatte ich vielleicht auch gar keine Bohrer für die Maschine. Das kann ja auch sein. Deswegen war ich nämlich heute nochmal im Baumarkt und habe neue Bohrer geholt. Weil der Bohrhammer, der braucht halt extra Bohrer. So SDS-Bohrer. Das war mir irgendwie nicht
nicht so richtig bewusst. Die habe ich aber geholt. Dann habe ich noch für die Stichsäge noch ein paar neue Sägeblätter geholt. Da kann ja auch immer mal eine kaputt gehen. Aber ich habe gestern auch mit meinem Vater gefacetimed und der hat mir noch so ein, zwei Tipps gegeben, auch was die Fußleiste betrifft. Und der hat mir auch gesagt, ich soll so kleine Lüfter, so Luftdurchlässe halt kreisförmig holen. Kommen wir aber später erst drauf zu sprechen. Für Leute, die es nicht wissen, mein Vater ist Schreiner. Ich bin da jetzt handwerklich nicht so am Start wie er. Und er hat mir gesagt, ich sollte die Leisten hier lieber dran lassen, weil das scheiße ist, wenn die Leisten ab sind und so. Das heißt, ich werde die jetzt hier wieder dran packen und jetzt kommt das große Ding. Ich kann ja trotzdem die Latten auf dem Boden aufstehen lassen, indem ich einfach die Leisten hier ausschneide. Das heißt, ich nehme hier einfach einen Zentimeter dann von den Latten weg und lasse sie trotzdem dann auf dem Boden stehen. Dann ist das Gewicht trotzdem auf dem Boden und die Leisten können trotzdem, die Fußleisten können trotzdem da bleiben. So, Fußleiste wieder am Start. Also ich muss quasi mit Schrauben durch die Latten, mit Dübeln in die Wand. Die Latten, und sobald die Latten stehen, kann ich an die Platten einfach nur noch dran machen und dann haben wir hier eine fertige Wand, an der wir halt ganz viel Zeug montieren können, dran bauen können und so weiter und so fort, ohne Löcher in die Wand selber zu machen. Also erstmal die Schrauben hier ab und jetzt das ganze Teil hier ab. So, jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn den Rest hier eigentlich ab? Ach, den kann ich abdrehen oder was? So, aber ein Rest ist ja jetzt hier immer noch dran, ne? Kriege ich das nicht auch irgendwie ab? Aha, hier oben sind auch noch Schrauben dran. Hä? Ab. Okay, perfekt. Jetzt noch die Türklinke ab. Jawohl. Stopfen wir einfach mal ein bisschen Papier rein, ne? Damit er auch nicht zieht, das Tor zur Hölle. So, und jetzt werde ich diese Latte hier, die ist jetzt 2,50 lang, werde ich jetzt auf 2 Meter kürzen. Und jetzt muss ich die unteren 10 cm halt so halb kürzen. Also die Fußleiste ist so 2 cm dick und 10 cm hoch. Das heißt, hier so etwa muss ich die Seite abschneiden. Also die Leiste muss hier quasi halbiert werden. Welche Seite schneide ich denn zuerst? Die lange. Warum komme ich hier so schwer durch? Eis, aua, es ist heiß, Sieht doch irgendwie komisch an, oder? Was ist denn dein Problem? Du quietschst so. Egal. Und das müsste jetzt eigentlich die Fußleiste sein. Achtung! Das ist ja ein Träumchen, Freunde. Danke, Papa, für den Tipp. Das muss ich jetzt halt mit den ganzen restlichen Latten auch noch machen. Auch die für hier und die anderen für hier. Boah, Leute, das hat so Bock gemacht, einfach nur diese Latten zurechtzuschneiden. Das ist, wie gesagt, das ist so ein geiler Ausgleich zum sonstigen Filmemachen. Einfach 10-mal hintereinander die gleiche stupide Sache machen und dabei dann irgendwie Musik hören und so. Ich fand's übelst geil. Es hat richtig Bock gemacht. Sieht aus wie Scheiße, aber das ist eh noch lange nicht alles. Leute, ich habe jetzt alle Latten zurechtgeschnitten. Auch schon die hier von der anderen Wand. Ihr könnt sehen, hier alle gekürzt. Beziehungsweise ein Teil gekürzt und diese Kante reingeschnitten. Und jetzt werde ich versuchen, etwas umzusetzen, was mir jemand im Baumarkt empfohlen hat. Und zwar habe ich jetzt keine Nageldübel geholt. Das war eigentlich mein Plan. Der Typ im Baumarkt meinte aber zu mir, dass Nageldübel wohl nicht so viel Gewicht tragen, weil die aus einem anderen Material sind als vollwertige Schrauben. Das heißt, leider kann ich jetzt nicht benutzen, auch wenn ich großen Spaß dran gehabt hätte. Aber ich habe jetzt normale Schrauben und normale Dübel wieder. Aber der Kollege meinte jetzt zu mir, ich könnte jetzt hier einfach den Dübel nehmen und die Schraube, mit der ich reinschraube. Der hat übrigens übelst lange Schrauben, hat er mir gegeben. Der meinte aber, es müsste so kein Plan. Und der meinte, ich könnte jetzt den Dübel hier oben drauf stecken. Und wenn ich jetzt schon das Loch habe, ich habe jetzt hier schon mal ein Loch reingebohrt in die Latte, wenn ich jetzt auch noch das Loch hätte hier hinten in der Wand, dann könnte ich das Ding wohl genauso da durchhauen, wie ein Nageldübel halt, nur dass ich die Schraube dann im Nachhinein festziehe. Und hier habe ich die neuen Bohrer dafür, die sind übelst schwer, die fühlen sich auch schon richtig massiv an. Uah, die sind so eingefettet. Alter, hey, wie komme ich denn jetzt da dran? Egal. Da ist das gute Stück, Alter, das sieht richtig edel aus. Made in Germany, wow. Freunde, guckt euch mal diesen Bohrer an, Made in Germany. Das ist auch echt übel schwer. Und den soll man jetzt hier irgendwie drauf bekommen, indem man das Stück einfach so zurückzieht und ich glaube, den einfach hier reinstopft. Das fühlt sich irgendwie noch nicht gut an. Check ich nicht. Ach so, ich darf das Ding gar nicht zurückhalten. Aha, jetzt hält's auf jeden Fall. Man kann hiermit auf jeden Fall meißeln, man kann damit bohrhammern oder schlagbohren, wobei Schlagbohren halt eigentlich was anderes ist. Ach lol, hier war ja ein Adapter dabei. Ui, Dummkopf. Hier ist ein Adapter dabei, dass ich meine alten Bohrer auch benutzen kann. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh nein! So, den habe ich gerade online bestellt. Aber diese SDS-Bohrer hier, die sollen eh besser sein. Man hat es ja schon gemerkt, die sehen auch viel hochwertiger aus. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier auch einen Adapter. Da kann ich zum Beispiel jetzt auch hier mit Holz bohren oder halt andere Sachen machen, wo ich keine Bohrhammerfunktion für brauche, weil den kann man halt auch umstellen auf normales Bohren. Das ist jetzt auf jeden Fall dieser Moment, wo es deutlich hilfreicher wäre, wenn ich noch eine Hand irgendwie zur Verfügung hätte. Kann ich mir dafür sorgen, dass das Ding hier so stehen bleibt? Ich bleib stehen, stopp. Ja, man braucht keine zweite Hand. Man kann auch einfach so eine zweite Latte schräg dagegen halten. Das Ding hält. Boah. Boah, Junge. Das ist ja ein Wechsel wie vom 50er Roller zu einer 750er Supermoto. Alter, fuck. Hoffen wir mal, dass ich nicht irgendwo in einem anderen Universum da hinten rauskomme. Lol. Hallo? Ich bin ja schon in der Wand drin. So einfach geht das auch, oder was? Deswegen meintet ihr, ich sollte von meinem Akkuschrauber langsamer wechseln. Man sieht sogar richtig hier diesen roten Stein von der Wand.
ja so heftig, wie leise das auch ist im Vergleich zu dem Schlagbohrer, also diesem Akku-Ding. Okay, Freunde, jetzt probieren wir mal die Taktik, die mir empfohlen wurde. Also Dübel drauf, Schraube reinhämmern. Jetzt sind wir in der Wand. Ja, easy. Krank. Bitte lass es jetzt die ganze Zeit so einfach weitergehen. Das ist ja der Hammer. Also sowas Geiles habe ich selten gesehen. Bombenfest. Bombenfest, die Möhre. Es hält ohne Probleme. Einfach so. Einmal reingebohrt, einmal Schraube reingehauen, einmal festgezogen. Fertig. Fertig einfach. Dann haue ich mir jetzt wieder die Kopfhörer in die Ohren. Ihr hört auch ein bisschen Musik. Und viel Spaß jetzt bei der Timelapse, wie ich die ganzen Leisten an die Wand mache. Ich komm nicht klar, Freunde, ohne Scheiß. Oh, ihr seid ja komplett vollgespänt. Ey, das macht so Bock, ne? Das macht so Bock, ohne Scheiß. Macht wahrscheinlich auch gerade nur so viel Bock, weil alles so gut funktioniert. Auf jeden Fall, ja, hat alles perfekt geklappt. Bevor jetzt aber hier diese, ich glaube offiziell heißen die Möbelbauplatten, das sind einfach so weiße Spanplatten. Ich habe jetzt hier auch schon die kleine Kante ausgeschnitten unten von der Fußleiste. Aber wie gesagt, bevor das jetzt hier drankommt, habe ich noch Schaumstoff geholt. Und den werde ich jetzt mit Sprühkleber auf diese Tür hier draufkleben, damit es noch ein bisschen schallgedämpfter ist. Muss ich noch ein bisschen schmaler schneiden. Hätte ich auch theoretisch bei den Latten ein bisschen mehr Platz lassen können. Also, hier anfangen. Mal gucken, ob das mit der Schere geht. Oh, passt. Ja, das ist kein Ding. Und so. Eine geile Wurst habe ich hier. Checken wir mal aus, ob es jetzt passt. Aha. Ja, Freunde, jetzt passt es. Klebi. Sprühkleber ist schon eine geile Erfindung irgendwie, finde ich. Okay, passt. Das ist doch perfekt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das hier irgendwas bringt. Oder warte mal, kann ich nicht die Reste hier einfach oben noch so drüber kleben? Jo, ich klebe einfach den Rest auch noch drüber. Puzzleteil Nummer 1. Puzzleteil Nummer 2. Träumchen, nichts mehr zu hören hier. Könnt ihr das sehen, Freunde? Keine Tür mehr da. Hier bei meinem Geschnitten kann man jetzt übrigens sehen, von der Seite habe ich geschnitten, da ist das so ausgefranselt und sieht scheiße aus. Und von der anderen Seite sieht man halt nichts. Also man muss immer versuchen, auf jeden Fall von der Seite quasi zu schneiden, die man dann nachher nicht sieht. Habe ich jetzt genau falsch gemacht. Und dafür habe ich extra jetzt hier so kleine Luftschächte noch heute Morgen gekauft. So sehen die übrigens aus. Die haben einen 45er Durchmesser, zumindest hier auf der kleinen Seite. Das heißt, ich muss jetzt ein Loch bohren, was 45 mm Durchmesser halt hat. Ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt so eine Lochsäge haben, die genau die Größe hat. Oh ja, das sieht gut aus. 44 mm. Ja, Träumchen, da ist das Gerät. Also 23 cm hoch. Machen wir 22 draus. Okay. Ich bohre mal hier so ein kleines Loch vorher an. Oha. Jawollo, Träumchen. So, auf ein neues. Theoretisch hätten wir jetzt auch die Möglichkeit, natürlich noch Kabel hier durchzuziehen und so, aber ich habe das eigentlich alles, habe ich eigentlich gar nicht vor. Jetzt kritzeln wir noch schön hier auf die weiße Fläche drauf, damit wir sehen können, wo denn die Latten sind, damit ich das auch... Oh, fuck. Fuck! Oh, nö. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, nein. Naja, gut, ich habe ja gesagt, ich will mich von sowas nicht mehr ablenken lassen, ne? Guck mal, Freunde, seht ihr das? Hier ist noch zwischen der Latte und im Hintergrund ist noch Platz. Ist schon schwer, weil der Schaumstoff so dick ist. Aber ist auch die Frage, ob das gut ist, wenn die Schrauben die ganze Zeit so auf Spannung sind. Oh, oh, ich glaube, die Latte löst sich jetzt. Fuck. Puh, Freunde, ich habe euch da jetzt einfach mal rausgehalten und einfach ein paar Stückchen aus Resten zusammengeschnitten. Und die Teile werden jetzt auf jeden Fall so die Abstandshalter sein. Also ich werde jetzt die quasi hier drauf schrauben, damit wir jetzt hier nochmal 16 mm mehr Platz haben, damit auch der Schaumstoff passt. Das war jetzt so das Einzige, was mir so spontan jetzt eingefallen ist. War auch relativ viel Arbeit, diese ganzen Dinger hier zu schneiden. Oh, komm, hey, du Eumel. Ich schraube auf jeden Fall jetzt die ganzen Platten hier dran. Das ist ja wirklich nur noch Schraube. Ihr wisst Bescheid. Zack. Puh, Freunde, auch wenn das Ergebnis jetzt so, na, jetzt so ein bisschen ernüchternd irgendwie aussieht, weil letztendlich steht hier nicht mehr als eine weiße Wand, die irgendwie vorher ja auch schon da war. Abseits davon, dass die Tür jetzt weg ist, haben wir eine Wand an der Wand. Aber das war auch das Ziel, das ist ja gut, weil wir können jetzt hier alles dran schrauben, wir können jetzt hier bauen, wir können jetzt noch Tische hinmachen, einen Unterbau hinmachen, Regale hinmachen. Leute, wir haben jetzt alle möglichen
Möglichkeiten. Am liebsten würde ich natürlich jetzt schon weitermachen und hier schon die Arbeitsplatte etc. hinmachen mit den Füßen und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt der dritte Tag in diesem Vlog hier. Und ich habe das Gefühl, dieser Vlog wird sowieso schon mal wieder viel zu lang. Und irgendwann muss ich auch nochmal wieder ein Video raushauen. Mein letztes Video kam auf diesem Kanal, glaube ich, 1,5 Wochen, weil ich jetzt auch so lange hier an dieser Planung gesessen habe. Obwohl das jetzt so nichtssagend aussieht, hat mich das wirklich Planung gekostet. Weil ich ja keine Ahnung von der ganzen Materie habe. Und weil das dann doch irgendwie ein bisschen mehr war. Außerdem habe ich auch den Rest schon mitgeplant. Also das ist ja nicht das Einzige. Tischplatte etc., was dann im nächsten Video höchstwahrscheinlich zu sehen sein wird, das habe ich auch alles schon geplant. Auf jeden Fall habe ich hier eine richtig professionelle Belüftung jetzt mit am Start. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich weiß nämlich ganz genau, dass ihr mich gehasst hättet, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich hätte ja, wie gesagt, die Platte noch einfach direkt an die Wand machen können. Aber nein, ich habe mich ja informiert. Und ich weiß, dass ihr da ganz kritisch seid, dass das Ganze ja belüftet werden muss. Das heißt, ich habe jetzt hier sogar ganz professionell die Lüftereinlässe hier unten gemacht. Die kann dann da reinziehen und hier oben wieder raus. Hier sind übrigens nur 2 Ausgänge anstatt 3, weil das kann ja hier von der Seite, kriegt es ja auch noch ein bisschen Luft. Oben sind keine, weil die ganze Wand wird sowieso noch weiter hochgehen und momentan ist es oben sowieso offen. Das heißt, hier unten kann es reingehen, aber da oben, ne, kommt es ja wieder raus. Ich habe jetzt übrigens doch hier so ein bisschen, so eine, kann man es gar nicht sehen, weil die so dünn ist, so eine kleine Kordel hier durchgelegt, die da oben wieder rauskommt. Hier auch das Gleiche. Also hier unten kommt irgendwo, hier kommt eine Kordel raus und die kommt hier auch durch. Das heißt, man könnte zur Not sogar irgendwie ein Kabel da durchziehen, falls es später sinnvoll sein sollte. Ansonsten sträube ich mich auch nicht davor, die Kabel einfach ganz offen zu verlegen. Finde ich eigentlich vom Look eigentlich sowieso ganz cool. Ich muss an der Stelle sagen, ich hätte es niemals gedacht, es hat mir übelst Bock gemacht, dieses Ding hier zu bauen, ne? Wirklich. Die ganze Zeit Musik gehört, ich hatte die ganze Zeit richtig gute Laune. Es hat mega viel Spaß gemacht, was ich ehrlich gesagt gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber da geht an der Stelle auch mein High Five raus an mein Werkzeug. Jungs, ihr seid die Besten. Es hat so einfach funktioniert. Ich habe mir vorher den Arsch mit dem Akkuschrauber abgeschraubt. Und jetzt mit dem Bohrhammer und auch den Laser, den ihr jetzt gar nicht so im Einsatz gesehen habt, aber vielleicht habt ihr das in der Timelapse ein bisschen gesehen, ist alles so geil. Es hat alles perfekt geklappt. Wir haben jetzt hier eine übelst geile Basis. Die Tür ist einfach weg. Ich habe viel zu lange geredet. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Das war quasi letztendlich eigentlich der erste von 2 oder 3 Teilen zu der ganzen Werkbank hier, weil die halt einfach sehr viel Arbeit ist. So ist das halt, Leute. Wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal hier, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, entweder von der Box oder zukünftig dann wieder auch von Aquarium-Videos oder Motorrad-Videos oder auch ganz vielen anderen Videos. Ansonsten Instagram, Twitch etc. ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Leute, aktiviert natürlich die Glocke, wie Thomas jetzt sagen würde. Tagt es auf jeden Fall. Ist, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Jetzt kommen noch ein paar Leute vorbei und wir chillen ein bisschen, zocken ein bisschen dies, das, ihr wisst Bescheid. Und tschüss. Ja, abonniert noch meinen dritten Kanal, Leute. Das wäre geil. Jetzt, wo die Box jetzt hier so schön wird, brauchen wir noch den dritten 100.000er-Button, Leute. Tschüss.